Fußball-Weltmeisterschaft. Guten Schön, liebe Zuschauer. Aber ab Mittwoch ist hier bei uns in Sat.1 wieder Tennis angesagt. Die ATP-Tour in Queens. Ab Mittwoch, 15 Uhr, live in Sat.1. Ja, und ich hoffe natürlich, Sie sind dabei. Das Gleiche gilt übrigens für morgen Abend, wenn Heidi Schiller und Erich Böhm in unserer Sendung Talk im Turm folgendes hochaktuelles Thema diskutieren. Schwappt aus der DDR eine neue Welle der Ausländerfeindlichkeit? Man sieht es hier, die stehen hier rum, tauschen Geld und alles. Auf den Arbeiten sieht man da nichts. Wollen wir uns nichts vormachen, die nehmen deutsche Weiber weg, also deutsche Frauen weg. Wo haben sie denn das Geld her? Vom Arbeiten doch nicht. Von mir aus könnten sie hier leben, denn sind ja Menschen wie wir, haben bloß eine andere Farbe oder irgendwas. Wir wollen auch, wollen ja Freundschaft haben mit denen und mit anderen Ländern und nicht hier so dann Länder, Ausländer raus und was die dann auch so immer beschmieren jeden Tag hier an den Wänden, Ausländer raus oder so. Ist Deutschland ein Einwanderungsland oder gehört es allein den Deutschen? Tag im Turm. Morgen, 22 Uhr in Sat.1. Zu den Gästen zählt unter anderem der Kabarettist Thomas Freitag, der CDU-Politiker und Buchautor Heiner Geißler und der hessische Innenminister Gottfried Milde. Ja, und das Ganze findet, wie gesagt, morgen Abend um 22 Uhr im Bonner Maritimhotel statt. So, und jetzt wird spannend, liebe Zuschauer, jetzt übernimmt Jimmy Merrill, gespielt von Stuart Granger, einen Fall, an dem die Polizei bisher gescheitert ist. Ein Fall auf Leben und Tod. Don't have